So Leute, wir haben heute was ganz Besonderes für euch vor. Wir haben es euch ja versprochen, dass wir noch mal in den Stollen reingehen und uns die verschlossene Tür anschauen. Und hier, lass uns mal gucken, ob das Ding noch funktioniert. Ich habe es schon lange nicht mehr angehabt. Hier und ich glaube, das war einfach noch hier drehen. Genau. Du musst jetzt einmal die ganzen Kabel mit mir verbinden. Jawohl. Genau, mach du mal. Ich filme dich dabei. Also, was haben wir vor, Leute? Warum haben wir hier so eine Rohrkamera? Wir haben in einem unserer letzten Videos einen Bunker erkundet. Ich glaube, da kommt die Kamera drauf. Und da haben wir eine verschlossene Tür gefunden. Und wir planen jetzt, mit dieser Rohrkamera durch einen Schlitz durchzuschauen und hoffen natürlich, dass wir da einen Einblick haben. Und ich hoffe mal, dass was dahinter ist, dann können wir euch zeigen. Ansonsten können wir das Material wahrscheinlich niemals hochladen, aber mal schauen. Ich bin gespannt. Heute bin ich mit dem Cliffhanger unterwegs, ganz genau. Und der baut netterweise gerade das Gerät zusammen. Und bitte schaut nicht hier auf meine Garage. Er hat gerade extra alles zur Seite geräumt. Okay, Leute, es funktioniert noch. Schaut mal, da ist die Kamera. Tu mal das Licht weg. Genau, da ist die Kamera. Leuchtet mal auf mich. Und da seht ihr uns. Ja, Qualität ist gut. Die ist nicht auf die Ferne eingestellt, sondern auf die Nähe. Das bedeutet, je näher man rangeht, seht ihr, ist das einfach viel detaillierter und viel schärfer. Und man hat hier die Möglichkeit, das Licht einzustellen. Und ich glaube, 30 Meter hatten wir, oder? Ja. 30 Meter. Wir kommen auf jeden Fall. Und das ist starr. Das ist jetzt nicht irgendwie mega. Okay, es ist flexibel, aber es ist halt auch starr, ne? Ja. Genau. Und da hoffen wir mal, dass wir da einigermaßen tief mit reinkommen, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Ich bin guter Dinge. Ich bin auch guter Dinge. Cool, danke fürs Aufbauen. Und was ist denn hier? Ach. Ja, Leute, fragt bitte nicht. Das Ding war schon ganz tief bei mir in der Kanalisation. Und hier ist so eine Speicherkarte irgendwo auch drin, ne? Wir können das, genau, weil wir wollen das ja auch aufnehmen für euch, damit wir das Material auch einblenden können. Speicherkarte habe ich noch dabei. Und ich würde vorschlagen, wir sind jetzt ready. Ready, ne? Wir gehen also los. Also in diesem Sinne, bis später. So, meine Freunde, also wir haben jetzt unser Auto gepackt. Hier haben wir vorsichtshalber noch einen Spaten dabei. Das ist unsere Kamera, ein paar Getränke haben wir dabei. Und wie ihr vielleicht aus den vorherigen Videos wisst, arbeite ich immer mit den Olay-Taschenlampen. Und ja, bisher habe ich immer dazu gesagt, dass das Zeigen von diesen Taschenlampen keine Werbung ist, sondern dass ich die selber benutze. Und das hat, wie soll ich euch das sagen, dazu geführt, dass ich mit Olay in Kontakt getreten bin und die bereit waren, mich in diesem Video zu supporten. Und die haben mir einige Taschenlampen zur Verfügung gestellt. Und welche, zeige ich euch mal. Also, das ist keine unbekannte hier. Das ist die sogenannte Marauder Mini in der Special Edition in Gold Black. Und hier seht ihr, das ist alles hier Gold nachgeahmt und so ein bisschen auf Used Look umgestellt. Und die Taschenlampe geht natürlich auch an. Und man hat die noch mal verbessert, indem man hier das Weiß noch viel weißer gemacht hat. Und man hat natürlich hier diesen Beamspot. Genau, kommt in einer wunderschönen Umverpackung mit einem Case und einem Holster und wird gerade zu Black Friday zu einem Spezialpreis angeboten. Und ihr habt die Möglichkeit, bei mir über einen Bestelllink diese Ware zu bestellen, zu einem vergünstigten Kurs. Und wenn ihr darüber kauft, dann tut ihr mir sogar etwas Gutes. Und was sie mir zusätzlich noch geschickt haben, und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, eine zweite Olay Marauder 2. 14.000 Lumen, bis zu 14.000 Lumen. Das Ding geht richtig nach vorne. Auch hier haben wir so einen Spot und meine neue Lieblingstaschenlampe, die Baton 4. Und ja, die ist nicht wirklich groß, aber ich zeige euch das mal. So. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, mit einer Hand hier auspacken. Und das ist die kleine Taschenlampe hier. Die liegt hier auf meiner Hand. Die kann man überall mitführen.
in jeder Hosentasche, kommt im wunderschönen Sack und wird hier geladen über diesen Magnetstecker. Zack, und das war schon. Genau, und die hat auch richtig Power für so eine kleine Taschenlampe. Und ja, lassen wir mal hier liegen. Und ich zeige euch mal den Rest. Ich habe mir auch angewöhnt, meine ganzen Sachen hier in so Cases reinzutun. Ach, da kommt der Olli. Ist nicht dein Ernst? Fahr nicht da drüber! Du bist so verrückt! Du bist doch... Der ist einfach über die Lampe rüber gefahren. Leute, einfach rüber meine Lampe. Bist du doof oder was? Guck mal. Kein Kratzer, oder? Gar nicht. Ich komm, ich zeig euch das mal, Leute. Das ist ja heftig. Nicht ein Kratzer dran. Und geht noch. Hier haben wir ein paar Kratzer, ne? Ja. Wieso bist du da drüber gefahren? Die ist so klein, man sieht die gar nicht. Ja. Heftig. Schmuckstück. Ja. Krass, oder? Warte mal, ich zeig dir noch mal. Doppelklick. Ja, hat auf jeden Fall einige Funktionen. Und das ist Maximalhelligkeit. Also für so eine Mini-Taschenlampe, die man immer mit dabei haben kann, auf jeden Fall richtig hell. Ja. Cool. Ja, dann würde ich sagen, Schreckmoment ist vorbei. Wir fahren jetzt los und nutzen gleich die ganzen Taschenlampen auch in den Bunker. Und ich hoffe und wünsche euch natürlich viel Spaß in diesem Video. Rudi. Ja, bitte? Hast du Bock? Frag nicht wie. So, also Leute, wir sind wieder zusammen unterwegs. Der Cliffy, sprich Oliver und ich. Und wir gucken uns heute einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg an. Ich kann leider die Kamera jetzt gerade nicht hoch machen, sonst wüsstet ihr relativ schnell, wo wir gerade sind. Aber das Gute ist, wir müssen nicht weit laufen. Und viel los ist hier gerade auch nicht. So, und dann gehen wir da jetzt schnell hin. Und ich würde vorschlagen, wir melden uns von drinnen dann gleich wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, also wir sind jetzt in dem Bauwerk drin. Das leuchtet hier so hell, deine Lampe. Also auch hier wieder mit der OLED unterwegs. Jetzt haben wir die Marauder 2. An dieser Stelle darf ich tatsächlich sagen, Werbung. Und ich bin sehr, sehr glücklich und stolz darauf, dass ich für OLED Werbung machen darf. Oder dass wir kooperieren, so muss man das ja sagen. Wir sind hier in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und auch hier wieder extrem spannend, dass wir hier noch die Verkabelung, die Elektrik sehen. Und der Oliver probiert gerade hier die Wandfarbe aufzuladen. Und, Leute, nach über 80 Jahren ist das immer noch am Strahlen. Schaut mal, hier im Handy ist es noch mal deutlich heller. Also das ist schon bemerkenswert. So, und ich schlage vor, wir schauen uns jetzt gemeinsam den Bunker an. Und die aufmerksamen Zuschauer wissen, was das hier ist. Das ist die sogenannte Gasschleuse. Und wir werden die jetzt mal gemeinsam ausprobieren, weil hier in diesem Bauwerk können wir euch ziemlich gut zeigen, wie die funktioniert. Grundsätzlich, wenn man in dieses Bauwerk rein möchte, dann ist die Tür zu diesem Bauwerk geschlossen und man kommt natürlich, zum Beispiel wenn Luftalarm ist, kommt man hier durch den Haupteingang rein. Komm mal mit, Oliver. Und geht dann hier in diese Schleuse. Natürlich war das damals zu. Schließ mal die Tür bitte. Und man hat dann hier diese Tür, sofern sie dann noch schließbar ist, hat man verschlossen. Und man befand sich dann hier in einem Zwischenraum, in dieser Schleuse. Beide Türen waren verschlossen. Und warum hat man das gemacht? Das Bauwerk selbst, mach mal die Tür auf, stand unter Überdruck. Das bedeutet, man hat hier einen Überdruck erzeugt mit Ventilatoren und die Luft von außen hatte dann keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Weil man musste immer davon ausgehen, dass auch Giftgas abgeworfen wird. Oder aber, stellt euch vor, wenn oben die Stadt brennt,
dann ist es natürlich so, dass da auch giftige Stoffe entstehen. Und die, wenn die in so einen Bunker eindringen, die sammeln sich natürlich hier meistens auf dem Boden ab. Die können dann dazu führen, dass man entweder erstickt oder sogar vergiftet. Deswegen stand das Bauwerkinnere unter Überdruck. Und hier seht ihr Überdruckventile. Da steht es auch, Überdruckventil. Und wenn man hier keine Schleuse gehabt hätte, dann wäre es so, dass der Überdruck einfach ausgetreten wäre nach draußen. Und deswegen gab es hier die Schleuse. Nämlich, wenn die Tür offen war, die aber nicht, dann ist der Überdruck quasi nur hier in diesem Bereich, hat er sich ja, erweitert. Aber er hat das Bauwerk trotzdem gegen Giftgas und giftige Dämpfe abgeschirmt. So. Das, glaube ich, reicht erstmal als Grundlage, damit ihr wisst, warum gibt es Gasschleusen. Und hier sehen wir auch die ehemalige Beschriftung. Und diese Beschriftung sagt uns, das ist eine sogenannte Befehlsstelle aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und in diesen Befehlsstellen lagen dann die, ja, die Befehlsstellen. Und man hat von hier aus dann verschiedenste Dinge geleitet. Unter anderem Zugverbindungen hat man hier koordiniert. Man hat aber auch den Gegenangriff koordiniert. Also diese Befehlsstellen waren sehr, sehr wichtig in der damaligen Zeit. Hier sehen wir noch den originalen Stein. Und auch hier alles noch voller Kabel. Oliver, was ist das hier für eine Beschichtung? Weißt du das zufällig? Ist das Teer oder? Nee, das ist ein Stahlrohr. Ja. Und das Schwarze, was meinst du, was ist das Schwarze? Ist das Bitumen vielleicht? Nein. Gummi? Gummi. Gummi. Das war mal Gummi. Ja. Oder, guck mal, das ist, wie nennt man das? Das sind so einzelne Fasern, ne? Ja, wie so ein Gummischlauch. Mhm. Und hier sieht man die einzelnen Adern. Die wurden hier anscheinend angepitcht. Aber es ist relativ selten, dass man die Adern bzw. die komplette Verkabelung noch findet in einem Bunker. Und hier gibt es verschiedene Jahreszahlen. 197, 491. Die Frage ist aber, ob das aus der damaligen Zeit ist oder eben aus der jetzigen Zeit. Oder aus der Nachkriegszeit. Ausgang 1 bedeutet, es gab also mehrere Ausgänge. Und hier sehen wir sogar noch eine Unterverteilung. Könnte aber auch eine Lampe drin gewesen sein. Überlegt mal, das ist alles noch vorhanden und in einem wirklich guten Zustand. Wasseranschluss, oder, Olli? Ja. Der ist doch modern, ne? Ja. Ja, ne? Der auf jeden Fall erneuert. Ja. Vielleicht ist da mal das Rohr geplatzt und die haben gesagt, wir machen das mal, bevor wir überflutet, ne? Das kann sein, ja, absolut. Und hast du die... Bitte? Guck dir mal diese Knallerlüftung an. Wow. Und leider auch Graffiti schon, die waren damals nicht drin, oder? Nein. Oder waren die damals schon... Hast du eine Idee, wofür die Sachen waren? Ich gehe davon aus, dass das eine Kabelrolle oder so war. Mhm. Um Sachen um die Ecke halt hier zu rollen, ne? Aha. Weil du siehst ja, hier hat es schon geschliffen. Ja. Ich denke, die wurde dann nachträglich von denen dran gebaut, damit die nicht das ganze Mauerwerk kaputt schleifen. Das ist gut. Guck mal, hier auf dem Boden liegen auch, das ist doch vom Kabel, oder? Ja. Das bedeutet, das sind die... Kabelbandnadeln. Mhm. Nur in welcher Art kann ich hier nicht sagen. Okay. Und das ist eine Bremse, oder was ist das hier? Ja, das ist eine Bremse. Durch. Kannst du aushaken und dann dreht sich das. Aha, alles klar. Und hier lag wahrscheinlich damals das Kabel. Genau. Das hat sich komplett aufgelöst, ne? Und das Kupfer hat man wahrscheinlich dann auch entwendet. Und das ist die B- und Entlüftung, oder? Wir werden vielleicht auch noch den Bereich finden, wo die Luft muss ja aufgeheizt werden in so einem Riesenbauwerk. Das bedeutet, wird es bestimmt noch einen Heizungsbereich geben. Ach, guck mal da. Spannend. Und hier, guck mal, wenn man mal guckt, das verjüngt sich hier, ne? Ja. Sonst ist es ja auch schwierig, den Druck aufrecht zu halten, ne? Wenn das die ganze Zeit so breit ist.
dann wird das zum Ende ein bisschen schmaler. Boah, die ganzen Bänke sind leider schon zerstört. Schaut euch das mal an. Hier liegen sogar noch die Bänke, die Originalbänke aus der damaligen Zeit. Und hier, Bunkertür, ne? Verschluss. Ja. Der liegt hier einfach rum. Ich gehe davon aus, das war hier die Tür. Ja, und hier auch noch einer, guck. Ja, die ist komplett weggefault. Alter, das habe ich ja damals gar nicht gesehen. Oh, ist das beengt. Und hier steht schon das Wasser drin. Und das hier ist ein Notausgang. Oh, Olli, guck mal, wie hoch der ist. Oh, den habe ich damals nicht gesehen, den Ausstieg. Der ist krass, ne? Ja. Hast du den damals gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Boah, der ist ja krass. Aber hier war damals noch kein Wasser drin. Ah, hier haben wir sofort, das ist doch, ist das die Heizung? Ja. Ja, das ist die Heizung, ne? Genau. So, da seht ihr die Pumpe, die Luftpumpe, die Wärmepumpe. Nee, ist ja keine Wärmepumpe, ist einfach nur Turbine. Und der Zustand des Bunkers ist super, Leute. Schaut euch das mal an. Hier, das ist Bakelit, ganz frühe Art von Plastik. Hier ist das Kabel noch alles vorhanden, Leute, das ist echt unglaublich. Selbst der Motor ist noch komplett vorhanden. Der ist noch komplett da. Normalerweise haben sie ja da das Kupfer immer rausgenommen von den Windungen. Das Typenschild ist leider nicht mehr zu erkennen, aber die Drehrichtung habe ich noch erkannt. Hier war eine Manschette drüber, weil die sich ja teilweise auch bewegt haben. Und die Manschette, da seht ihr das, war aus so einem flexiblen Stoff. Die war hier drüber. Ein Segeltuch. Ein Segeltuch. Und grün ist Zuluft wahrscheinlich, kalt. Ja. Und rot wird wahrscheinlich dann zum... Ja, und wir sehen es ja auch, das ging ja in den Bunker rein. Das bedeutet es auf jeden Fall für die Zuluft. So, wir gehen erstmal weiter. Ich zeige euch den Rest gleich. Hier finden wir große Filter. Und wenn ihr euch fragt, was diese komischen Griffe hier sind, wenn der Strom ausgefallen ist, dann gab es die Möglichkeit für die Bunkerbesatzung, diesen Bunker auch mit gefilterter Frischluft zu versorgen. Allerdings dann mit Menschenkraft. Hier wurde sich dann immer abgewechselt, weil es war schon sehr anstrengend. Es gibt Bunker, die wir uns angeguckt haben, wo man das noch bewegen kann. Ich habe hier gerade ausprobiert, die sind nicht mehr zu bewegen. Und da musste man dann, ich glaube, 2 Stunden lang pumpen, damit die Leute hier drin Sauerstoff bekommen. Das könnte eine Ölkanne sein, die ist auch schon gut durchgerostet. Und ja, das ist schon richtig spannend. Hier, Kabel wurde durchgeschnitten. Und hier haben wir sogar noch die Schalter drin. Leute, na, der ist zu. Hätte ich euch gerne, schaut mal hier. Können wir den anmachen. Ein Übergang von den Erdkabel. Frei. Ah, okay. Belüfter, Ventilatoren, Verteilung, Licht und frei. Das bedeutet, das sind Sicherungen oder Sicherungskästen. Und das wäre noch ein freier Sicherungskasten. Und gebaut wurde es von Vogt und Heffner AG Frankfurt am Main wahrscheinlich. Anlage sowieso. Nummer 37, Hauptschalter wahrscheinlich. Und hier oben alles komplett vermodert. Also das ist hier wirklich eine Geschichtskapsel oder eine Zeitkapsel. Und schaut mal, hier hat man einfach den nackten Fels. Unvorstellbar gut. Also definitiv eins der Highlights, die ich in den letzten Tagen auch gesehen habe. Hier, das ist das sogenannte Segeltuch, was der Olli gerade gesagt hat. Firma Auer, hatte ich gerade schon gesagt. Von diesen Filtern gibt es 1, 2, 3, 4. Und die sind dann alle hier untereinander mit verbunden für die Zu- und Abluft. Und hier haben wir ein mehradriges Kabel. Oh. 15A innen. Mal gucken, was wir hier haben. Das sind wahrscheinlich die Filter. Genau.
Hier waren die Filter drin. Die sind natürlich nach so vielen Jahren komplett weggemodert. Da waren die drin damals. Und was sagst du? Revisit erfolgreich? Ja, definitiv. Weil viel ist jetzt vermodert, ne? Mhm. Hier nochmal der Blick zurück. Auch mal schön zu sehen. Ja. Was denkst du? Ja. So, nimmst du mich mal auf? Also du kannst ja gerade. Ja, ich tue das weg. Ich habe davon da schon Aufnahmen gemacht. Ja, ja. Sehr schön. Ich bin jetzt extra vorgegangen, damit du. So, läuft die denn? Ja, Aufnahme. Genau, tut. So, also hier, Leute, waren früher die Bänke. Und man kann auch noch sehen, teilweise sind die noch gut zu erkennen. Sind dann entweder zusammengebrochen oder aber wurden mutwillig zerstört. Und ich habe euch ja immer gesagt, es lohnt sich, auf den Boden zu gucken. Hier haben wir sogar noch die Farbe von der Bank. Und stellt euch einfach mal vor, ihr habt vor 80 Jahren gelebt. Ihr habt Schutz in diesem Bunker gesucht, habt euch hier vielleicht mit eurer Familie, mit euren Kindern hingesetzt. Draußen verstummten dann irgendwann die Sirenen. Und dann fielen die Bomben. So ein Bombenangriff, der dauerte gar nicht so lange. Der ging meistens so 15 Minuten, wenn es nur eine Welle war. Gab ja auch verschiedene Größen. Also die größten waren ja über 1000 Flugzeuge. Aber die meisten waren schon relativ schnell dann auch vorbei, 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten passiert aber so viel da draußen, weil es Unmengen an Bomben sind. Und ich zeige euch mal eine Sache. Hier ist noch eine Toilette. Schaut euch das mal an. Ich denke, die hat man damals einfach nur hier hingestellt. Die Türzarge ist noch da. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, dass die ganzen Stromkabel noch da sind. Dankeschön. Und guck mal hier. Das scheinen Sirenen zu sein, ne? So Klinger. Oder? Ja, das sieht nach einer Glocke aus. Ja, ne? Aber 220 Volt Glocke anscheinend. Auch hier noch komplett vorhanden. Und hier haben wir eine Holztür. Die könnte. Oh, hier müssen wir aufpassen, dass die stehen bleibt. Die könnte sogar nachträglich eingesetzt worden sein. Und hier, schau mal hier, auch Lichtschalter. Könnte man auch schon fast sagen, Sursum. Ob die von der damaligen Zeit sind, schwierig zu sagen. Ne? Aber warum sollte man die hier nachträglich eingesetzt haben? Weil der Bunker wurde nicht in der Nachkriegszeit genutzt. Es gibt ja einige Bunker, die wurden für Obdachlose vorbereitet. Und das ist bei dem Bunker nicht gewesen. Jedenfalls nach meinen Informationen nicht. Und so, tatsächlich, das, komm mal her, sind das hier doch Toiletten gewesen, auch drüben. Der Zustand ist wirklich toll. Selbst mit diesen Holzwangen noch. Fliesen. Jomo. Nicht YOLO, JOMO. Das sieht mir auch stark nach. Und wisst ihr, das muss man immer machen. Nicht, dass irgendjemand mal irgendwas da drin versteckt hat. Keramak, made in Germany. Also hier war nichts drin. Oder hier. Ich spüre den Gedanken. Auch. Hast du auch, ja? Ich auch den Gedanken. So, Warmwasser? Oder Frischwasser generell. Was meinst du? Ist rot, ne? Rot ist meistens warm, oder? Rot ist Warmwasser, ja. Ja, dann ist das wahrscheinlich ein Heizungsboiler, ne? Ja, Warmwasser. Ja. Ah, nicht schon wieder. Irgendwie passiert mir das heute häufiger. Ich bin ehrlich zu euch, Leute. Ich möchte die heute richtig hart rannehmen, die Lampe. Habe ich mit Olight auch so abgesprochen. Und wir werden heute die Baton so häufig auf den Boden werfen. Und wir wollen mal am Ende des Videos schauen, ob die dann immer noch funktioniert und immer noch genauso hell ist, wie sie am Anfang des Videos war. Und schaut mal, das ist schon nicht von schlechten Eltern, oder?
Und das halt in dieser Größe haben wir ein Licht. Und wie gesagt, ich hatte schon viele Anfragen für Kooperationen. Und ich habe bis auf Rotel und LED Lenser habe ich alle abgesagt. Aber OLED benutze ich privat auch. Und das wissen alle, die mich schon länger verfolgen, dass ich für OLED auch immer in Anführungszeichen Reklame gemacht habe, ohne dass ich was dafür bekommen habe, weil ich einfach total hinter den Produkten stehe. Und ja, wie gesagt, Baton bis zu 1300 Lumen. Und das ist jetzt gerade der Ultramode. Und normalerweise kennt ihr das vielleicht von anderen Taschenlampen, die dimmen dann irgendwann runter, aber die bleibt die ganze Zeit auf der Helligkeit. Genau. 412 und hier drunter steht Baderaum. Das kann man nicht mehr ganz so gut lesen, glaube ich. Baderaum, komm mal ein bisschen näher. Das bedeutet, hier sind wir in dem Bereich, wo sich früher die Leute gewaschen haben. Da oben ist auch noch ein Boiler. Guck mal, da oben ist sogar noch eine Lampe und da ist Wasser drin. Das ist schon krass. Und hier könnte ich mir vorstellen, war damals eine Badewanne, glaube ich nicht, ne? Aber eine Dusche? Oder ist es vielleicht doch eine Badewanne gewesen? Badewanne, guck mal hier den Rand. Jo, hier war eine Badewanne drin. Das, hast du schon mal in so einem Bunker eine Badewanne gesehen? Nie. Wie geil. So. Also, völlig crazy. Das wäre schon cool, wenn wir hier noch irgendwelche Inschriften drauf haben. Du läufst jetzt nur mit der Baton die ganze Zeit. Ne? Ist nur die Baton. Das ist so krass. Ja, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Schreibt man die Baton oder Baton aus? Baton. 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 Also, Leute, guck mal da. Also, das ist jetzt, wie gesagt, nur die Baton. Und die läuft jetzt die ganze Zeit. Jetzt merke ich so langsam. Guck mal hier. Das ist krass, oder? Also wie gesagt, die Taschenlampe heute ist eine Fingergröße. Ist so groß. Und ich leuchte die ganze Zeit diesen kompletten Bunker aus. So, aber jetzt erstmal genug Werbung, weil wir wollen ja jetzt nicht nur Werbung hier machen, sondern wir wollen euch ein schönes Video zeigen. Und deswegen stecke ich jetzt wieder die Baton in meine Hosentasche, wo sie auch gar nicht stört. Und wir gucken uns gemeinsam das Bauwerk weiter an. Boah. Also das ist schon hier. Boah. Wird Zeit, dass ich auch irgendwie so einen Klamottenhersteller irgendwie habe, der mit uns zusammenarbeiten möchte. Okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Kaufst du dich hier hin? Ich habe wasserdichte Schuhe. Naja, ich dachte gerade bis eben auch. Also da unten ist ein Waschbecken, würde ich sagen. Ne, ist ein Waschbecken, oder? Ja. Da haben wir einen Hahn, da oben wieder die von Keramag. Und hier 415A. Aber ob es wirklich so viele Räume hier gibt, bin mal gespannt. Oder hier dieser Pilz. Oh, und das muss ich mir auch machen. Meinst du, das ist das, was ich denke hier auf dem Boden? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es für dich auch nicht. Auch hier wieder eine spannende Steckdose. Niederspannung. 380 Volt ist doch keine Niederspannung. Eine alte Coke-Flasche. Und hier ist der Tresor, den haben sie damals aufgeschweißt. Da kann ich mich noch daran erinnern, weil man unbedingt wissen wollte, ob da noch was drin ist. Ich könnte euch jetzt erzählen, da wurden Pistolen und so weiter drin gefunden, aber das wäre alles eine Lüge. Aber für die Fantasie, ne? Da kann ich mir schon vorstellen, die geht bei dem einen oder anderen dann mit einem durch, wenn man einen Weltkriegsbunker findet, wo ein Tresor drin ist, welcher verschlossen ist. Da hätte ich wahrscheinlich auch. Ja, geh mal vor. So. Bunkerratten. Es grüßen die Bunkerratten. Und ich kann mich noch daran erinnern, da war doch was in diesem Raum, ne? Ja.
Ich kann mich noch dran erinnern. Ja, er hat noch eine zweite Taschenlampe dabei, eine Backup-Taschenlampe. Wenn ihr mal in so Bunker reingeht, insbesondere wenn es große Bunker sind, dann solltet ihr immer auch eine Backup-Taschenlampe dabei haben. Welche hast du da? Das ist die Marauder mit 2. Hast du mal bei TLC gearbeitet, kann das sein? So, aufmachen. Auf drei. 1, 2. Krass. Taghell. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf der GoPro so wiederkommt. Es ist einfach, dieser ganze Raum ist mit fluoreszierender Farbe angestrichen. Und der leuchtet nach über 80 Jahren, leuchtet er immer noch nach. Wunderschön. Also es ist einer der schönsten Räume, die ich bisher gesehen habe. Und auch hier, schaut mal, Keramikstückchen auf dem Boden. Und wie gesagt, immer auf den Boden schauen. Wir haben schon so viele krasse Sachen gefunden, die andere nicht gefunden haben, weil sie einfach nicht auf den Boden schauen. Und nichts. Genau. Ja, ich kenne dich doch. Und hier, da hat man sich versucht umzugraben, weil man davon ausgegangen ist, dass da vielleicht noch was ist. Der Raum ist schon toll, oder? Also an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, deswegen sage ich es jetzt. Wenn ihr Menschen habt, die den Krieg oder die Nachkriegszeit erlebt haben und spannende Geschichten zu erzählen haben und die vielleicht entweder vor der Kamera oder aber hinter der Kamera erzählen möchten, die ich dann auch gerne in meinen Videos mit einbaue, dann lasst es mich gerne wissen. Und dann würde ich entweder zu euch kommen und mit dieser Person sprechen. Oder aber vielleicht gibt es auch irgendwas Niedergeschriebenes, weil die Sachen, die werden jetzt so langsam leider immer weniger, weil die Menschen, die das erlebt haben, die sterben leider aus. Und es sind die letzten Möglichkeiten, diese Geschichten noch zu erzählen. Also von daher, wenn ihr Oma, Opa und so weiter habt oder Nachbarn, die Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen, und sie müssen nicht im Krieg gewesen sein, sondern vielleicht waren sie Kinder und die haben die Bombenangriffe miterlebt und möchten darüber reden, dann gerne melden, entweder anschreiben über Instagram oder aber meine E-Mail-Adresse findet hier unten bei mir auf dem Kanal. So, zurück zum Video. Wir befinden uns jetzt hier in der sogenannten Aborte. Aborte ist altdeutsch für Toilette. Und das sind hier die Toiletten, die waren ein bisschen höher gelagert, wie ihr seht. Man konnte hier, okay, das lasse ich jetzt drauf. Und dann befanden sich hier einzelne Toiletten. Da vorne sind die Toiletten noch. Da sehen wir auch noch die Abgrenzungen. Und dann hat man hier nebeneinander gesitzt und dann hat man seine Notdurft verrichtet. Da drunter wurde das dann gesammelt. Und ob die Sachen dann wegtransportiert wurden oder ob die hier drin geblieben sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Hier nochmal der Blick zurück. Und oben natürlich Wasseranschluss. Und ganz wichtig, nicht nur Belüftung, sondern auch Entlüftung, das Blaue, weil natürlich gerade der Geruch hier abtransportiert werden muss. Auch wieder verschiedene Beschläge. Hier ist die Heizung. Hast du die Heizung gefunden? Hier ist die Heizung. Dann komm, ich folge ich dir mal. Nein, ich habe sogar mal Bilder gesehen. Ach. Nicht von diesem Bunker, sondern von einem anderen. Ja. Wo sie in der Kriegszeit, wenn sie nasse Klamotten haben, die Klamotten darüber gehangen haben. Ach, danke schön. Also, Olli hat gerade die Heizung gesehen. Ich dachte, er hätte die Heizung, also die Aufheizung gesehen. Die hatten wir ja gerade schon gesehen. Aber nein, hier waren überall Bänke, oder? Ja. Ja, hier waren überall Bänke. Und damit es hier eine entsprechende Temperatur hat, hat man hier den Heizkörper. Das war ein Einfachheizkörper. Heutzutage sieht das natürlich komplett anders aus. Sollen wir vielleicht doch erstmal da vorne lang gehen? Oder? Wir sind jetzt wieder da. Ja, genau. Hier ist Abort. Das bedeutet, da kommen wir quasi wieder zu den Toiletten. Und meinst du, die Belüftung war auf dem Boden damals? Oder hat man die jetzt nur da hingelegt? Nee, die war da. Ja? Weil, wenn du den Bogen drehst, kommst du nicht um die Ecke. Stimmt. Das war so. Ja. Wir hatten ja gesagt, blau müsste Abluft gewesen sein, ne? Ja. Die Frage ist, ob das hier damals beendet war, ob man die Segmente rausgenommen hat.
Wahrscheinlich, nee, hier ist Ende. Hier ist tatsächlich Ende. Das bedeutet, hier wurde dann die Luft angesaugt. Und 7.2.45. Nicht dein Ernst? Doch, ernsthaft. Ja? Irgendein Name. Mhm. Machen wir ein bisschen dunkler. 7.2.45. Ja. 7.2.45. Kaiser oder Kaiser. Feller und Kaiser. Nee, 95 steht da, glaube ich, oder? Ja, hier steht 45. Ja, stimmt. Ja, krass. Das ist auch eine 4, das ist keine 9. Ja? Das ist eine 4. 45. Du hast recht. Also krass, Leute. Wir haben hier Inschriften von 1945, sprich zum Ende des Krieges. Und guck mal, hier steht wieder der Kaiser. Hier steht er wieder. Was sind das für Nummern? Weißt du das? Für Kabel? Für Länge? Oder? Kann ich dir gar nicht sagen. Und was ist das hier? Da war bestimmt mal ein Behälter oben drauf. Das kann sein. Und das war dagegen, dass man sich den Kopf nicht direkt einhaut, ne? Ja. Was war hier? Ausgang, oder? Nein, da geht's weiter. Ist nicht dein Ernst? Das Ding ist ja riesig. Und wenn wir jetzt aber zurückgehen, ist dann, haben wir den dann begonnen, oder? Wir können so rum wieder zurück dahin. Okay, weil da hinten ist ja noch ein Raum gewesen, den wir uns angucken müssen, ne? Welcher Raum? Ganz links. Wir sind ja jetzt rechts gegangen, aber geradeaus und links war noch ein Raum. Komm, lass uns den zuerst machen. Und dann ist ja hier grob der Rückweg. Ja, also wir können hier auch Wasser auf dem Fußboden sehen. Das bedeutet, das Bauwerk ist auf jeden Fall nicht dicht. Und hier steht noch Ausgang auf schwarzer Schrift. Hat man damals überpinselt. Wahrscheinlich, weil man den Ausgang damals schon zugemacht hat. Und stabil? Nee. Siehst du, da geht's noch weiter. Oh. Hier. Das ist der Ausgang. Ist nicht dein Ernst? Doch, natürlich. Das ist der zugbetonierte? Oder ist das der das ist der Notausgang, ja? Alter, überleg mal, wie heftig. Das ist richtig heftig, Leute. Die ganzen Dinger sind hier, also die Steigeisen sind alle schon weggemodert. Hier liegen die Reste auf dem Boden. Irgendeiner hat hier einen Schlauch reingeworfen. Okay, und es ist alles noch voller Illuminationsfarbe. Wunderschön, oder? Das ist schon wirklich sehr, sehr nice. Was sind das hier für Dinge? Für das Abwasser wahrscheinlich, ne? So Schächte. Oder was meinst du? Vielleicht Rußklappen. Aha. Aber hier ist kein Kamin. Vielleicht stand hier eine. Hm. Muss nicht, ich weiß. Sieht nach Rußklappen aus. Ja. Die Höhe passt auf jeden Fall, ne? Guck mal hier, 58762. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Messpunkte oder nicht Messpunkte, wie. Ne, hier hatten wir auch Schlagschnur benutzt. Guck mal, blaue Schlagschnur. Da oben. Kann man auch sehen. Als ob der Mensch das vor einiger Zeit gemacht hat. Und wie, da siehst du schwarze Kohleschlagschnur, blaue Schlagschnur. Ja, die hält sich ja gut, ne? Mhm. So, Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Revisit hat sich gelohnt? Definitiv. Definitiv, ne? Definitiv. Also ich hatte die auch gar nicht so groß in Erinnerung, die Anlage. Oh doch, ich weiß, dass sie groß war. Ja? Ja. Okay. Also, schauen wir uns weiter um. Hier war ein Feuerlöscher, hundertprozentig, ne? Sieht schwer danach aus. Mhm. Und, ja, guck mal, da unten ist ein Wasseranschluss, hier so ein Rohr. Ja, ja, ja. Das ist Abwasser und das sind die Säuberungsschächte, falls was verstopft. Ja, und hier haben wir nochmal, weil das ging ja dann hier den ganzen Weg lang. Siehst du, da sind weitere. Vorsicht, da fehlen noch welche. Oh, danke schön. Und hier waren die, die Bänke dran. Warum lachst du? Hoppala. Ja. Auch hier wieder an Bord. Vorsichtig, ne? Hast ja selber gesagt gerade. Ja, das Kabel kam schon runter und wurde hier aufgewickelt. Boah, ist das ein Riesengang. Also jetzt mache ich was, was mir eigentlich widerstrebt. Aber Auftrag ist Auftrag. Wir sollen die Taschenlampe
Wir sollen sie misshandeln. Und Leute, es tut mir wirklich in der Seele weh, aber das war der Deal mit Olight, dass wir die Taschenlampe wirklich einen harten Test unterziehen, damit ihr seht, was diese kleine Taschenlampe alles aushält. Da ich sie aber vielleicht irgendwann noch mal wieder benutzen möchte, mache ich jetzt erstmal diesen Taschenclip ab, weil ich glaube nicht, dass wir sie kaputt kriegen. Liebe Olight, lieber Adam, also jetzt wird hier das Versprechen eingelöst, dass ich die Taschenlampe wirklich aufs Heftigste misshandle. Und wie gesagt, Leute, macht das nicht zu Hause nach. Und ich sag jetzt schon mal, das tut mir in der Seele weh, was ich jetzt mache. Bist du bereit? Also leuchtet noch. Oh, lieber Olight Gott, hab Erbarmen mit mir. Aber riesig die Anlage, oder? Ja. Guck mal hier, da geht's noch weiter. Mit der Lampe, das musst du. Und hier geht's auch noch mal weiter. Also, folge mir, aber nicht da reinfallen. Erstmal die Lampe holen. Genau, und hier alles voller Toiletten, guck mal. So, da hinten liegt sie im Wasser. Und bis auf ein bisschen ekligen Dreck ist da nichts dran, Leute. Ich muss leider noch weitere Tests mit der anstellen. Wir können ja mal, ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Ende für die ist. Ich stelle die hin und ich stelle mich einmal drauf. Und? Funktioniert immer noch. So. Es tut mir so leid. Also, war das fest oder war das fest? Das war verdammt fest. Es war verdammt fest. Hat die irgendwas abgekriegt? Die hat gar nichts abgekriegt. So, ich mache das noch einmal. So, jetzt ist sie aus und liegt im Wasser. Und ich hoffe, okay, das hat sie anscheinend nicht überlebt, oder? Ja, ich habe sie zerstört. Tatsächlich. Ich sag mal so, so wird die wahrscheinlich auch niemand von euch massakrieren. Olight wollte ein Violence-Video. Olight hat ein Violence-Video bekommen. Ja. Leute, also wenn ihr eine stabile Taschenlampe haben wollt im Mini-Design, dann ist die Baton 4 genau die richtige. Und wie gesagt, das, was wir jetzt hier gemacht haben, das macht man normalerweise nicht. Also es tut mir auch wirklich, wirklich in der Seele weh. Und ich hoffe, das hat euch gezeigt, dass diese Taschenlampe einiges mitmacht. Und ja, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, ich werde in diesem Video einige Links einsetzen und ihr habt dann die Möglichkeit, zum Black Friday die Produkte von Olight zu kaufen. Und darunter ist auch die Baton 4. Und dann bekommt ihr natürlich einen Special-Preis. Und ich partizipiere natürlich auch davon. Und wenn diese Kooperation mit Olight gut funktioniert, dann werde ich in Zukunft vielleicht weitere Kooperationen machen. Und dann werde ich die Taschenlampen nicht zerstören, sondern ich werde die Taschenlampen dann lieber verlosen an euch. Also in diesem Sinne, ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter. So, meine Freunde, also hier zugemauerter Ausgang bzw. Eingang. Was ist das hier? Heizung oder? Oder Warmwasser? 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 Wasser. Oh, vorsichtig. So, wir gehen wieder zurück, weil das Bauwerk ist noch riesig und wir haben heute noch ein bisschen was vor. Wir haben nämlich noch die Rohrkamera, wie ihr wisst. Und da kommen wir her, oder? Ja, Alter, ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Es ist einfach riesengroß. Auch hier wieder aus Bakelit. Frühes Plastik. Ich dachte, richtiges Plastik ist ja später entwickelt worden. Aber Bakelit ist eine frühe Art von Plastik. Und wurde, glaube ich, sogar von den Deutschen entwickelt. Alter.
los. Hier kam die Telekommunikation an. Hier konnte man Adern aufschalten für die Zwischenverteilung. Und alles ist am Leuchten. Hier ist es relativ trocken. Mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Boah. Ein weiter kommt die kleine Lüftungszentrale. Ja, hier ist was mit Kreide drauf geschrieben. Hier, glaube ich, kommen wir her, ne? Hier sind wir gerade lang gegangen. Ich will das aber einmal kontrollieren. Nicht, dass wir irgendwas versäumt haben. Aber schaut, da sind Fußabdrücke drauf. Das sind wir. Und Oliver, guck mal hier. Bitte. Guck mal. Strichliste. Richtig. Ja. Das ist krass, oder? Das war wie in dem einen Bunker an dem Türrahmen. Erste Woche, zweite Woche, die bis zum sechsten Monat ging. Du hast recht. Und wofür sind die wohl? Was meinst du? Ja, die Tage, die hier gesessen haben. Boah, zähl mal, wie viel wir fahren. Ja, mal 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 Tage hier. Wer weiß, wie viel es davon noch gibt. Aha. Boah, hier wieder technische Daten, ne? 9, oder 45? Aber nee, es sind 45 Zentimeter immer, ne? Wahrscheinlich. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Einteilung. Ja, das sind Einteilungen. Da Ausgang 3, alle Kabel noch vorhanden. Hier nur eine Ablage. Also es war hier alles voller Bänke, Leute, die heute nicht mehr da sind. Und da auch immer oben gucken, ob man vielleicht... Schau mal hier. Das ist die Haupterdleitung, ne? Die hier ankam. Das waren die Hauptsicherungen. Damit konnte man das gesamte Gebäude oder diesen Teilbereich stromlos machen. Und das sind die Potentialschienen, glaube ich, so nennt man die. Ja, auf jeden Fall ist das der Übertrager von dem Erdkabel hier auf das Hauptleitungsnetz. Hier sieht man das Segeltuch noch. Zeig mal. Jo. Das hat die Bewegung im Rohr und zwischen Maschinen, damit die sich nicht von der Halterung löst und nicht vibriert. Ja. Und die das Segeltuch dazwischen gehabt, damit die Leitung wie auch das Gebläse arbeiten konnte. Mhm. Ist entkoppelt, ne? Ja, genau. Guck mal hier auch. Schaut mal, das lässt sich leider nicht bedienen, aber wenn man das hochklappt, dann konnte man hier den Stromschluss zulassen oder eben trennen. Genauso wie hier. Das ist ja redundant. Also häufig waren die Bunker, insbesondere auch in diesen Größen, die waren redundant gebaut. Redundant bedeutet, alles, was ihr hier seht, was überlebensnotwendig war, das gab es zweimal. Und hier sind zwar keine 4-Auer-Filter, aber es sind immerhin 3. Und hier finden wir genauso wie drüben. Und vielleicht funktioniert der hier noch. Nee, der lässt sich leider auch nicht mehr bewegen. Aber mir fällt das auf. Ja, was denn? Da vorne stand mal eine Bank mit Relikten drauf. Ja, stimmt. Die ist weg. Zeige ich euch gleich mal. Schaut mal hier. Der lässt sich noch bewegen. Schaut mal. Nach so einer langen Zeit haben wir noch die Möglichkeit, die... Wasserleitungen. Das sind Wasserleitungen, ne? Nee, Lüftung. Nee, Lüftungsleitung zu öffnen. Hier wieder der Filter. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Ja, der sieht sogar sauber aus. Hoppala. Auch hier. Aber ob das von den Übernachtungen war. Hier, Turbinenschaufel, die sieht man auch ziemlich gut. Die sind häufig weggemodert. Und hier ist sogar noch der Zahnriemen, der Keilriemen. Aus Gummi. Heftig. Auch hier Segeltuch gewesen. Und das Segeltuch. Auch hier. Alles noch da. Und guck mal, die Tür ist noch perfekt erhalten. So, da vorne ist die Straße. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht rausleuchten. So. Gucken wir gleich mal. Guck mal hier, 133 Kilogramm netto. Also es klingt fast so, als ob die Tür offen steht. Oliver guckt gerade, hier gibt es so einen ganz kleinen Erkerbereich. Das waren auch Toiletten. Also unfassbar, wie viele Toiletten hier vorhanden sind.
Und das malt er, glaube ich, diesen Schrank mit den Relikten drauf. Oh, nach so einer langen Zeit steht hier einfach noch eine Truhe. Und hier ist die Bank, ne? Nee, da im Lüftungsbereich war eine Bank. Kann man das noch hochklappen? Was meinst du? Ja, wir wollen es nicht kaputt machen, aber theoretisch konnte man das hochklappen, um mehr Platz zu bekommen, um in den Bunker natürlich schnellstmöglich auch reinzukommen. So. Also, gehen wir mal weiter. Auch hier, Leute, einfach beschriftet mit Graffitis. So schade. Das ist Geschichte pur zum Anfassen. Ach, guck mal, der Olli mal putzt. Machst du Bunkerputz? Ich mach Einzug fertig. Einzug fertig. Meinst du, den brauchen wir wieder? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es auch nicht. Ich glaube, so ein Bunker bringt da auch nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist ja auch nicht schön oder sowas. Oder das ist keine Message. Das ist einfach nur blindes Bekritzeln. Hier können wir noch einen Druck drauf sehen. Und das zerfällt ja alles einfach. Hier Überdruckventil. Das bedeutet, das war hier, wie wir ja auch gerade gesehen haben, ein Ausgang. Ein Guckloch, Überdruckventil. Da müssen wir aufpassen, dass wir nirgendwo reinfallen. Das ist schon sauber gearbeitet, ne? Definitiv. Also hier hat man wirklich auch hochwertigstes Material verbaut. Hier finden wir noch alte Luftröhren. Ausgang Tiergartenstraße. Vielleicht wisst ihr jetzt, dass wir in Berlin sind. Da gehen wir jetzt nicht lang, da ist noch ein Ausgang. Und dementsprechend ist hier natürlich dann die Gasschleuse. Und das ist ja spannend, das habe ich auch so noch nicht gesehen. Wahrscheinlich hat man sich hier damals mit Gewalt... Ja, ne? Die liegen jetzt da. Ja, die liegen hier weiter. Krasse Nummer. Und schaut mal, wie weit wir gucken können. Das ist echt, das ist wirklich schon crazy. Da auch wieder Ausgang. Jupp, 107. So, links sind wir gerade hergekommen. Hier sind wir gerade erst hergekommen, dann sind wir da zum Ausgang gegangen. Hier ist die Toilette links. Boah, das ist einfach riesengroß. Und hier? Alter, das habe ich damals auch nicht gesehen. Meinst du, dieser Fußboden war überall, oder? Knüppelsticke und sowas. Was steht denn hier, in Münzen, oder? Münzen, Dortmund, Kassel. Hier stehen Städtenamen drauf. Ich gehe davon aus, dass das Ersatzteillager war. Mhm. Guck mal hier, 1955. Haftpflicht bis 25.10.55. Dachdecker. Also das ist auf jeden Fall Nachkriegszeit, was wir hier gerade sehen. Da steht nichts drauf. Und vielleicht hat man hier drin gearbeitet, ne? Ja, oder als Lager genutzt. Ja. Entweder war hier die persönliche Habe eines jeden Arbeiters oder das ist ein Materiallager gewesen. Ja, das wird wahrscheinlich eher ein Materiallager gewesen sein. Da stehen nämlich verschiedene Größen drauf, 12 x 8,5, das könnten Schrauben vielleicht gewesen sein. Oder hier diese
Bögen für, genau, für Heizung und Wasser, ne? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich Kondom. Und hier haben wir einen richtig schweren. Also es gab dann doch eine Nachkriegssitzung. Ich muss mich also revidieren. Oh, Leute, das ist einfach wunderschön. So, das scheint hier wieder eine Gasschleuse zu sein. Ganz genau. Ihr habt aufgepasst. Überdruckventil. Baujahr. Ah, schade. Kann man leider nicht mehr erkennen. So, Ausgang. Wie gesagt. Und hier Guckloch. So, an dieser Stelle möchte ich zwei lieben Menschen einmal Hallo sagen. Nämlich dem Martin, der sich in meinen Premieren, der ist bei jeder Premiere dabei, sich sehr geöffnet hat uns gegenüber und vor allem auch mir gegenüber. Das ist sicherlich nicht einfach. Und an dieser Stelle nochmal Martin, mein Beileid. Und Frankenstein, dir möchte ich auch sagen, dass dein Schicksalsschlag vor 27 Jahren, der ging mir heute und einigen anderen heute im Live oder in der Premiere sehr ins Herz. Danke auch, dass du dich da geöffnet hast. Und ich freue mich, dass ihr alle immer fleißig bei mir in den Lives mit dabei seid, dass ihr viel kommentiert. Und an dieser Stelle natürlich auch vielen lieben Dank an die Kanalmitglieder. Ich habe mittlerweile 17 Kanalmitglieder. Davon gibt es zwei aktuell einen aktiven, die den Ultra-Content abgeschlossen haben. Und der Ultra-Content kostet 15 Euro im Monat. Und aktuell gibt es keinerlei Vorteile, ob man den Basis-Content, den Gold-Content, den Ultra-Content und so weiter abschließt, sondern dieses Geld dient ausschließlich dafür, dass wir diese Begehungen machen können, weil ihr könnt euch vorstellen, dass die natürlich nicht alle bei mir um die Ecke sind, sondern wir müssen teilweise dafür fahren. Wir fliegen manchmal, nehmen die Bahn, wir haben Hotelübernachtungen, wir wollen auswärts auch was essen gehen. Und dieses Geld von den Kanalmitgliedern, das trägt dazu bei, dass diese Reisen auch möglich sind. So, wir müssen doch da lang. Also wir haben uns tatsächlich gerade ein Stück verlaufen, weil die Anlage einfach so riesig ist. Also nochmal zusammengefasst, vielen lieben Dank auch an jeden Einzelnen, der die Videos zu Ende guckt und dem Kanal von Anfang an treu ist oder jetzt dazugestoßen ist und den toll findet. Und mittlerweile werde ich tatsächlich auch immer häufiger erkannt oder jemand kennt meinen Kanal und spricht dann Freunde von mir darauf an. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Und ja, wollte ich euch einfach noch mal kurz mitgeben und teilen. Schaut mal hier. Also der muss, das sind garantiert nicht für 220 Volt. Wir haben ja gerade gesehen 380 Volt. Und die sind so massiv aufgebaut, dass ich glaube, dass diese auch für höhere Stromstärken waren. Und Spannung natürlich auch. Weil Volt ist Spannung. So, er lacht. Warum lacht er? Hier, schaut mal. Ich das gefunden habe, wo ich eben gesehen habe. Ja? Nicht dein Ernst? Doch. Eieieiei. Leute, schaut mal. Ich lasse ihn mal vorgehen. Ich mach mal hier ein bisschen Lichtspiel. Schaut euch das an. Schaut euch das an. So geil. Hier sind noch alte Akkumulatoren. Man könnte auch sagen Batterien. Aber Akkumulatoren hört sich einfach sexy an. Hier plus, minus. Und da hat man die Säure rausgeholt, NC240. Die sind in Reihe geschaltet. Damit kann man die Stromstärke erhöhen. Und davon gibt es hier drei große. Das war wahrscheinlich der Notstrom, um die Anlage dann bei Stromausfall noch im Betrieb zu halten. Und hier, Oliver, die geht noch. Ich brauche die gleich mal. Also Leute, hier haben wir eine Filteranlage gefunden, die noch zu bedienen ist. Und wenn der Oliver gleich seine Videos gemacht hat, gebe ich ihm mal mein Kämmerchen. Der ist noch in der Ausbildung. Also von daher immer gucken, dass das Gesicht mit drauf ist. Jawohl, Chef. Jawohl, Chef. So, dann
Soll ich dir mal schön? Und schaut mal hier. Ich lege die Taschenlampe mal hin. Ich habe euch ja gesagt, die Leute, die hier untergebracht wurden, die mussten das bis zu 2 Stunden lang machen und haben sich dann abgewechselt. Und es gibt hier, ich glaube, 4 von diesen Lüftern, ne? Ja. Und ich merke jetzt schon, dass mein Latissimus. Wenn man aber richtig hinguckt, sieht man den Filter auch arbeiten. Ja? Boah, und ich merke jetzt schon mal Latissimus. Also es war auch eine sehr, sehr gute Übung. Und wenn die Anlage vielleicht nicht beheizt werden konnte, weil irgendwas war, dann konnte man sich hier auf jeden Fall warm arbeiten. Also ich habe jetzt vielleicht, keine Ahnung, 40 Sekunden gemacht und ich merke, das ist sehr, sehr anstrengend, Leute. So. Kann ich was einbringen da? Ja, gerne. Man sieht hier noch ein intaktes Segeltuch. Das ist aber Gummi hier, würde ich sagen, oder? Das ist kein Segeltuch, oder? Fühl mal. Das ist eher Gummi. Eine Gummimanschette. Die vielleicht sogar nachträglich aufgebracht wurde. Ja. Oder? Was meinst du? Was meint ihr? Nee? Okay. 1941. Okay, der junge Mann hat. Schau mal hier. Schau mal hier. Vertrieb. 1941. Nicht dein Ernst. Steht drauf. Schaut mal da, 1941 und dann die Seriennummer. Das ist natürlich schon. Das ist ein Highlight, Leute. Und hier habe ich auch noch eine Schrift entdeckt. Vertrieb. Gemäß Luftschutz. Kann ich leider nicht lesen. Ich hoffe mal, dass wir diesen Text noch irgendwo anders sehen können. Aber das ist, glaube ich, schon hier das Maximum. Toll, oder? Kennnummer RL sowieso. Also, was hier alles so auf dem Boden liegt, das ist Segeltuch, würde ich sagen. Ne? Ja, das ist Segeltuch. Das andere war eine Gummimanschette. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll und was ich euch zuerst zeigen soll. Deswegen ist die Kameraführung gerade ein bisschen unsauber. Seht es mir nach. Aber hier. Bitte? Zeig noch mal. Also das ist nicht nur redundant aufgebaut, Leute, sondern wir haben das jetzt 3 Mal, ne, haben wir diesen Bereich gefunden. Ne? Und schaut mal, wir haben ja beim ersten Mal haben wir 4 gesehen, hier sind auch 4, bei dem anderen waren 3. Das bedeutet, das ist hier quasi das Gegenstück davon. Und da oben, das sind die Heizungen, ne? Ja. Ja. Und das ist ein schöner Relikt. Oh, wow. So, also. Der aufmerksame Zuschauer weiß, in einem Bunker gibt es immer einen Schuh oder einen Teil eines Schuhs. Deswegen sagen wir immer der obligatorische Schuh. Und auch hier haben wir den obligatorischen Schuh. Und das ist 100% aus der damaligen Zeit. Schaut mal hier. Da. Das ist schon. Und Handschuhe. Und den passenden Schuhauszieher. Das ist ein Schuhauszieher? Ja. Soll ich ihn vorführen? Ich weiß nicht, müsstest du dafür deine Schuhe ausziehen? Nein. Warte. Man legt den quasi so auf den Boden. Ja. Tritt mit dem hier drauf. Nein. Und dann zieht man sich den Schuh aus. Ja. Was passiert? Wir kommen nicht nur in die OLAD-Hölle, wir kommen auch hier in die Bunkerhölle. Hier, Typenschild wurde schon gemopst. Altes Tuch und hier ist sogar der Motor noch mit dem Riemen vereint und hier weitere Bänke, weitere Sitzgelegenheit und schaut mal, der Bunker ist so groß, dass sich Leute hier sogar Pfeile dran gemacht haben, damit sie hier wieder rausfinden. Waren wir da schon? Ja. Ja? Du bist jetzt hier rechts, hier kommt der, ach, der Kamin kommt ja jetzt noch, ne? Genau, also hier sehen wir die Rohre. Und die Rohre waren dafür da, das warme Wasser in Richtung der Heizkörper zu buxieren. War das damals auch schon rausgebrochen, Olli? Nein. Nee, ne? Das ist auch kaputt, also neu kaputt. Schalter.
Toilette hat man hier hingelegt. Boah, das geht immer weiter. Das geht einfach immer weiter. Was ist denn hier? Okay, hier ist dann tatsächlich Ende. Einfach so groß. Hoppala. Komisches Ding. Aber das wird wahrscheinlich auch entweder ein Lüfter gewesen sein. Oder. Ja. Guck mal hier. Das sind die Sachen, wo man den Kamin. Das sind ja hier Kamine. Die Tür darf niemals offen stehen bleiben, steht da drauf. Und das ist das Kohlefach. Und man braucht dieses Werkzeug hier, die verschiedenen Werkzeuge, um da reinzustochern, damit man das Feuer entfacht, also dass es entfacht blieb. Es liegt noch Kohle. Ja, guck mal hier. Schaut mal hier, da ist noch richtig viel Kohle. Hier wurde das damals über diese Rutsche reingebracht. Ist auch verschlossen worden da oben. Und hier finden wir alles noch voller Kohle. Auch hier ein Werkzeug. Altes Fass. Ja, das ist schon ein Riesenteil, Leute. So, du kennst den Weg? Linksrum. Linksrum, da kommen wir her, ne? Ja, dann sind wir auch durch. Ja, und da geradeaus konnte man nicht? Geradeaus kam man her. Ah, okay. Da seht ihr mal. Also Anlage. Oh, eine Maus! Eine Maus! Echt? Ja. Alter, habe ich mich erschrocken. Ja. So, meine Freunde, also. Soll man der Pfeile lang gehen? Ja, ne? Oder gehen wir. Ja, okay. Okay, wir folgen dem Olli. Wieder links. Mhm. Und dann sind wir am Ausgang. Ach nein. Okay, also Leute, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, noch mal ganz kurz ein Resümee zu verfassen. Also, ich habe immer noch ein kleines schlechtes Gewissen der Taschenlampe gegenüber. Wir gucken uns sie gleich mal draußen an, wie sie das ganze Thema so überlebt hat. Und ich hoffe, Ola, ihr seid zufrieden mit dem Test. Und Olli, wie hat es dir denn gefallen? Oh, ich fand es schön. Es war sehr schön, mal wieder herzukommen und die Dinge zu sehen, die man damals schon gesehen hat. Ja, ne? Ja. Hat sich viel verändert? Ein wenig. Also vieles verfällt ja nach Jahren, aber ansonsten. Ja. Was mich ein bisschen stört, sind die ganzen Graffitis. Ja, das stört mich auch. Ne? Also das ist sicherlich sehr schade. Aber das ist leider auch der Lauf der Zeit. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Und dann melden wir uns noch mal von draußen, weil wir haben ja heute noch ein, zwei andere Sachen vor. Also bleibt auf jeden Fall spannend und bleibt bitte auch dran. Bis gleich. Alte Stange hier auf dem Boden. Was? Eine Stange. Die war mir noch nicht. Doch. Ja? Das ist der Ausgang. Tatsächlich. So, Leute, da ich den Ausgang nicht zeigen möchte, würde ich sagen, wir melden uns von draußen wieder, oder? Bis gleich. Bis gleich. Leute. Ich bin glücklich. Vielleicht seht ihr es. Nimmer. Also. Olaf hat mir eine zweite Lampe geholt, mitgegeben, weil ich gesagt habe, was ist, wenn die kaputt geht? Die haben gesagt, die geht nicht kaputt. Und dann haben die mir eine zweite Baton zur Verfügung gestellt. Diese Baton habe ich gerade genommen und habe den Akku rausgeholt, wie ihr seht. Das ist die kaputte Baton. Wir brauchen ein bisschen Licht. So, das ist die kaputte Baton. Ich glaube, das sieht man auch ziemlich gut, oder? Ja. Ne? Und, Leute, ich habe den Akku getauscht. Ich zeige euch das gleich, damit ihr seht, ich lüge nicht. Die funktioniert einfach. Und jetzt zeige ich euch, dass ich nicht lüge. Ich nehme den Akku raus. Das ist der andere Akku, den ich gerade drin hatte und gegen die Wand geworfen habe. Baue den wieder ein. Und die Taschenlampe ist nicht kaputt, sondern
Wir üben das noch ein bisschen mit der Kamera. Du musst ein bisschen weiter nach oben gehen. Genau. Sondern der Akku hat einen weggekriegt. Das bedeutet, ich setze jetzt wieder den alten Akku ein. Und ihr seht, es ist die kaputte Lampe. Also die. Und es geht einfach. Es geht einfach. Ich stand da drauf. Ich habe die mehrfach gegen die Wand geworfen. Die lag im Wasser. Und Oliver ist mit dem Auto drüber gefahren. Also von daher, ich freue mich richtig, weil ich wollte nicht, dass sie kaputt geht. Ich bin ehrlich zu euch. Und ich dachte schon, das Thema ist jetzt durch. Und dass ich nicht lüge, zeige ich euch jetzt, indem ich den kaputten Akku, den ich jetzt irgendwo hier reingeworfen habe, Tasche. Den kaputten Akku nehme ich jetzt in die Heile. Das wäre jetzt natürlich, ihr seht, die Heile hat einen, ne? So. Und es ist der Akku. Kreuztausch gemacht, es ist der Akku. Ich bin so glücklich. Die ist jetzt zwar ordentlich ramponiert, aber die wird mich immer an diesen wunderschönen Abend mit dem lieben Cliffhanger erinnern. Und an meine erste Kooperation mit der OLED. Also von daher denke, an dieser Stelle mehr Test kann man nicht machen. Wir sind jetzt raus, oder? Ja. Oder sollen wir jetzt noch das andere Teil machen, wofür wir eigentlich gekommen sind? Machen wir. Machen wir jetzt? Alles klar. Also bleibt dran. Wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Dann werden wir hoffentlich auf einen geöffneten Bunker treffen. Und dann werden wir die Rohrkamera ausprobieren und hoffen, dass wir hinter die Tür kommen. Und da wird es dann sicherlich nochmal spannend. Also bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Wie versprochen, Leute, haben wir. Das lag letztes Mal auch nicht, ne? Nee. Also sah das letztes Mal schon so aus hier? Und guck mal, das ist alles voller Wasser heute, ne? Also Leute, willkommen zurück in dem verlassenen Stollen, wo wir letztes Mal eine Tür gefunden haben, die verschlossen war. Und wir konnten durch so ein kleines Guckloch durchgucken. Und wir haben versprochen, wir kommen noch mal wieder und bringen die Rohrkamera mit. Die Rohrkamera mit, genau. Also von daher, seid mal gespannt, was wir gleich hinter dieser Tür erblicken. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Also, wir nehmen euch jetzt mal mit. Riesige Anlage. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Wir waren vor, keine Ahnung, ein paar Monaten mal hier und haben hier ein Video gemacht und die Anlage dokumentiert und haben viele Dinge gesehen, die viele vor uns nicht gesehen haben. Und haben dabei auch eine Tür entdeckt, die zugemauert wurde. Und wir hatten damals gesagt, wir versprechen euch, noch mal wiederzukommen mit einer Rohrkamera. Und wir versuchen jetzt, das Geheimnis zu lüften. Mega spannend. Ich bin aufgeregt. Solche Bauwerke haben nicht nur eine magische Anziehungskraft auf uns. Jetzt nach so einer langen Zeit sehen die auch einmal ganz anders aus. Jetzt sind wieder die Flaschen auf dem Boden. Stand das letzte Mal auch schon hier? Hier ist die Gasmaske. Ja. Da sind die Bullaugen. Genau. Die gerade schön gespült werden. Das Wasser war letztes Mal nicht so hoch, ne? Nein. Und hier sind, hier ist jetzt, hier haben andere Leute noch gesucht, Leute. Ne? Und die Toilette lag letztes. Nee. Also ein bisschen zerstört. Und hier liegt ein Zylinder. Und diese ganzen Augen von den Gasmasken. Alles voll. Das ist auch von der Gasmaske, glaube ich. Die sind alle freigespült worden durch den Regen. Eigentlich müssen wir mal hier noch mal richtig suchen.
Schuh. Oliver baut schon mal auf. Und wir sind hier noch auf der Suche nach weiteren Relikten aus der Vergangenheit. Und auch das kam mir letztes Mal nicht so weit vor. Oh ja, hat eine Dame ihre Pumps verloren. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir das Ding mal auf. Und wir gucken noch mal rein hier. Das haben wir letztes Mal gesehen, da konnte man so leicht durchgucken. Und hier halt die Tür, die von innen betoniert wurde. Und dann hat man die Metalltür davor gemacht. Ich schaue dem Oliver mal hinter die oder über die Schulter. Und helfe ihm auch so ein bisschen. Aber ich glaube, der weiß eh besser, wie das Ding funktioniert und wie das angeht. Ja, weißt du besser, ne? Du hast es noch gerade angehabt, ne? Habe Geduld. Achso, man muss erst verbunden werden. Ja, siehst du, du musst große Speicherkarte reintun. Und den Adapter habe ich nicht mit. Das ist das Kameramodul. Das wird vorne aufgesteckt. Und damit können wir in riesige Bunkeranlagen reingucken. Oder wenn wir uns mal irgendwo eingraben, dann reicht es, wenn man ein Bohrloch erstellt. Und dann hat man da die Möglichkeit, in das Bauwerk reinzugucken. Schaut euch das mal an. Also wie gesagt, ich hatte es ja anfangs des Videos schon erzählt. Aus der Entfernung wird man da wenig sehen. Das ist vielleicht sogar von Nachteil. Kann man das nicht bestimmen? Nee. Aber machen wir mal Licht. Aha. Licht. Ah, du gehst unten lang. Das ist ja mal gut. Leute, er geht unten lang und da sind überall Haare, Wurzel. Kommst du überhaupt durch? Ne, da ist Ende, ne? Das scheint ein Nest zu sein, oder? Von einer Maus. Probier's noch mal oben. Hä? Was ist denn da? Was ist da? Eine Mauer. Jo, die ist gemauert. Leute, das ist gemauert. Siehst du das? Ja. Versuch nur mal oben durchzugehen. Ja. Aber du warst schon richtig tief drin, ne? Ja. Leuchte mal mit. Warte. Ich mit meinen. Ja, stimmt, wir brauchen ja Licht, ne, für die Entfernung. Mit der Lampe nicht um die Ecke. Da ist irgendwas. Ein Betonsockel oder so. Und es ist Dreck drauf auf der Linse. Das ist doch ein bisschen zu flexibel, ne? Ja. Schade. Leute, da werden wir, glaube ich, doch nicht anherkommen. Schade. Mist. Und irgendwo, haben wir hier irgendwas Stabileres hier auf dem Boden liegen? Was war da drauf? Guck mal, da hat eine Führungsschiene. Ja. Vielleicht geht das damit, oder? Könnte, ne? Probieren wir es mal. Mhm. Licht auf. Mhm. Okay. Wir haben jetzt die Führungsschiene hier
zweckentfremdet. Und jetzt sind wir in dem Raum drin, ne? Langsam, langsam, langsam. Ich glaube, wir sinken schon nach unten. Das ist wieder der Boden, ne? Ja, aber da geht's weiter. Es geht definitiv weiter, Leute. Es geht definitiv weiter. Das bedeutet, wir müssten eigentlich noch einen längeren, etwas steiferen Arm haben, ne? Um zu gucken. Ja. Warte, Mist. Jetzt haben wir schon hier so ein Kanalgerät. Wir können trotzdem nicht dadurch gucken. Schaut euch das mal an. Da geht es noch weiter. Da ist noch ein Raum. Und da hinten, ich kann da irgendwas erkennen. Irgendwas ist da, ein Podest oder so. Ach, ärgerlich. Gibt es sonst nicht irgendwo noch eine Möglichkeit durch? Entschuldigung. Hier ist doch ein Rohrloch. Hast du das schon gesehen? Nein. Da. Da könnten wir es nochmal versuchen. Okay. Ja. Eine Chance haben wir noch, Leute. Schaut euch das mal an. Hier, warte mal. Hier waren die Leute wirklich mit hoher Gewalt dran und haben das ausprobiert. Ich gebe dir ein bisschen Platz. So, er schiebt ihn da durch. Und wir gucken hier wieder, ob wir da irgendwas sehen. Schon durch. Ja, wir sind schon durch. Wir sind schon in dem Raum drin. Da ist auf jeden Fall noch was. Ja, schieb mal weiter rein. Der Boden, ne? Da kommst du wahrscheinlich nicht lang wegen der. Aber da kann man schon ein bisschen reingucken. Leg mal deine Lampe da rein. Soll ich gerade oben? Ja. Das wird immer besser. Ich hoffe nicht, dass sie reinrutscht. So ein bisschen Licht kommt. Mach den Spot an. Du hast den Flot an. Genau. So, so. Tut mir leid, dass das jetzt gerade so ein bisschen wackelt. Alles, aber. Da. Was ist das? Da geht's weiter. Das ist noch riesig. Schau mal. Das ist ein riesiger Raum und du leuchtest gerade hier. Man kann es, glaube ich, nicht scharf stellen, ne? Warte mal. Wir haben ja hier, glaube ich, ein paar Funktionen. Oha. Charge, das, damit kann man nur das. Ja, das ist nur an und aus, ne? Das ist nur noch aus. Mhm. Charge, Brightness. Ne, man kann nicht. Ja, ich sehe das. Das ist riesig. Leider kann er nicht scharf stellen, das ist ja das Problem, weil die Kamera für die Nahaufnahme gemacht ist. Aber der Raum ist riesig, schieb noch mal rein. Unser Stützbalken passt da nicht durch, oder? Nein. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas haben, weil wenn wir schon hier, Leute, muss das doch jetzt. Guck mal. Das wird nicht viel bringen. Bitte? Das wird nicht viel bringen. Nee, ne? Jetzt hier einen etwas dickeren Draht, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist irgendein Metallstück. Das nutzen wir jetzt als Führung und hoffen, wenn irgendwas in der Luft, ey. Dann bieg das doch um. Mach das kaputt vorne. Den Haken.
Genau. Und jetzt soll ich Ihnen was holen zum Binden? Ein Darmstip habe ich gerade gefunden. Ja, oder so. Soll ich ein Band holen? Ja, ein Band brauchen. Und wir machen jetzt hier MacGyver, Leute. Boah, was nehmen wir denn hier? Eine Socke? Ist. Boah, das ist eine ganze Unterhose. Was können wir denn hier nehmen? Was nicht ganz so eklig ist. Boah. Ich hoffe noch nicht, dass. Boah, es ist so. Ja, die Idee hätte ich schon herkommen können, hier mal ein bisschen Weitwinkel zu geben. Ich habe ein paar Tücher im Auto gleich. Gott sei Dank. Mhm. Oh, Leute. Lecker. Ich kann nicht zum Essen oder was anfassen. Oder beides. Ich könnte ja so machen, ich könnte jetzt gemeinsam seine Taschenlampe da reinwerfen. Dann muss der heute noch da rein. So. Jetzt wieder ein bisschen ernst. Aber wir sind jetzt. Ups. Da geht's definitiv noch weiter. Alter, kannst du noch weiter rein? Oder? Nee, ich bin schon so weit, wie es geht. Achso, du hast keinen. Ich hab keinen. Ach, das ist. Das war's. Mist. Aber das ist der Boden. Mhm. Da hinten ist die Lampe. Ja, und das sind locker 4-5 Meter, ne? Da geht's noch um die Ecke. Ja. Ja. Alles klar. Okay, wissen wir Bescheid. Wir kommen heute leider nicht zu der Lüftung des Geheimnisses von dieser Tür. Wir wissen aber auf jeden Fall. Ich schieb die doch mal hier durch, bitte. Oh. Da oben durch die Marauder Leuchte. Ja. Leute, wie ihr merkt, wir sind heiß. Wir wollen hier auf jeden Fall noch das Geheimnis lüften. Ja. Und wir haben wieder hier. Du bist doch, glaube ich, noch nicht rum, ne? Du bist noch in dem Loch drin. Ja, ich bin schon raus. Ja? Wo kommt das Licht her? Von meiner Lampe. Ach so. Das. Nee. Leider nicht, Leute. Also, an dieser Stelle geben wir auf. Ja? Aufgegeben wird nicht. Ja. Wir vertagen. Wir vertagen, okay. Also, aufgegeben wird nicht, es ist nur aufgeschoben. Also in diesem Sinne, wenn ihr die Glocke noch nicht rot gemacht habt, dann werdet ihr auch nicht informiert, was hinter dieser Tür ist. Das werden wir uns nämlich die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall noch vornehmen. Und wir schwören, ist das falsche Wort, aber wir tun alles dafür, dass wir das Geheimnis lüften. Und in diesem Sinne, ich würde sagen, das Video ist an dieser Stelle beendet. Der Oliver und ich sind raus, bauen das Thema hier noch auseinander und sind dann auch auf dem Weg nach Hause. In diesem Sinne, bleibt uns treu, euer Random Life.